Adrenalin geht immer bei dem Beruf hoch. Bei einer Ansprache, bei einer Verfolgung, man weiß nie, was passiert und das ist Action pur. Liegen die ab? Nee. Doch. Nee. Oh, die drehen sich um die ganze Zeit. Na, die wissen warum. Und wieso sie jetzt auf einmal so rennen? Ganz sicher sind sich die beiden Ermittler nicht, ob die Männer Lunte gerochen haben. Trotzdem, Plan B. Mo, wo bist du? Wir bräuchten dich unter Umständen. Wir haben hier zwei Rosenverkäufer, da sind Taschendiebe, 100 pro. Die checken schon die ganzen Geschäfte, jetzt sind die bei C&A. Und die gehen, glaube ich, warte mal, die haben, wo sind die denn? Kollege Mo soll weiter observieren, falls Nadine und Wojtek enttarnt sind. Ich habe zurzeit keinen Grund. Aber die gehen nur an die ältere Frauen und versuchen, die Rosen zu verkaufen. Die sind irgendwo rein. Als Oliver oder so. Ja gut, wir sind aber verbrannt. Ich habe die schon jetzt durch 5 Geschäfte verfolgt. Und jetzt gehen sie in Luisenforum. Luisenforum sind sie rein. Lass uns wenigstens da reingehen, nicht, dass sie da hinten rausgehen. Okay. Wenn du Zeit hast, dann mach das zu Ende und ruf mich an. Die Detektive vergrößern den Abstand und hoffen auf Moos Unterstützung. Wenn wir entlarvt werden, versuchen wir natürlich schnell einen Ersatz für uns finden, dass das Kollege uns auswechselt. Und wenn das nicht geht, dann warten wir halt, bis die nochmal kommen. Die kommen irgendwann. Hast du die reingehen sehen, ja? Mhm. Ja, der hat sich wieder umgedreht noch. Ja, warum wohl? Wir gucken mal, ob die Kripo hinter denen her ist, 100%. Entschuldigung, was hast du für die Rose bezahlt? 1 Euro. Okay. Was? Ihr müsst aufpassen bei denen, ne? Ja. Auf eure Taschen. Okay. Ja? Hat nach den Taschen von den Damen geguckt. Ziemlich auffällig, also ein Laie sieht es wahrscheinlich nicht, weil er nicht drauf achtet. Aber wir haben ein geschultes Auge und wir sehen das sofort. Katz und Maus. Nur, wer ist hier die Katze und wer die Maus? Der läuft so planlos durch die Gegend. Guck mal, schnell und jetzt auf einmal ganz ja. Langsam. Und jetzt setzt er sich dahin. Nee, der geht weiter. Genau wie die Verfolger haben auch die Verfolgten einen ausgeprägten Instinkt. Scheiße. Ja. Scheiße. Ja, aber kann man nichts machen. Das Räuber- und Gendarmenspiel ist endgültig beendet. Einen eindeutigen Gewinner gibt es diesmal nicht. Wer guckt direkt hierher? Ich glaube, dass heute nicht mehr so viel mit ihm geht, weil wir hatten ein bisschen Augenkontakt mit ihm, hat uns auch angelächelt. Das heißt, wir sind verbrannt. Er hat uns erkannt. Wir haben für heute was Gutes getan. Heute macht er wahrscheinlich nichts mehr, weil er denkt, okay, wir sind ihm auf der Spur. Ist auch was Gutes. Natürlich hätten wir ihn gerne erwischt, aber wir haben auch präventiv gehandelt und ist auch gut. Schulz bekommt inzwischen einen Anruf von einem Kunden. Der Herrenausstatter ist mit den Nerven am Ende. Eine Straßenmusikantin spielt so, als ob ihre Platte einen Sprung hat. Ja, seit 2 Stunden machen die das. Gut, Herr Verrückt. Ich gehe mal hin, rede mit denen mal ganz höflich. Wir geben unsere Mühe, ich denke mal mit unserer psychologisch geschulten Kollegin. Ja, wenn wir die, denen werden das schon, die werden das schon richtig machen. Alles klar. Nein, mir tut es auch leid, aber die hat wirklich nur eine einzige Melodie drauf. Ja. Eine einzige Melodie. Okay. Und seit 2 Stunden. Das nervt, dann wird es monoton. Das nervt, ja. Ja. Aber ist doch fast Urlaubsfeeling, oder? Ja. Schönen guten Tag. Hier spielen verboten. Diese Richtung einfach mal 500 Meter gehen oder am besten noch 1 Kilometer. Am besten die Richtung. Da können Sie die Leute nicht stören. Weil 2 Stunden ist okay, jetzt reicht's mit dem Spielen, ja? Die Leute möchten das nicht. Am besten alles einpacken. Auf einmal kriegt die Akkordeonspielerin keinen einzigen Ton mehr heraus. Einpacken? Warum? Weil es reicht. Man darf eine halbe Stunde spielen, aber keine 2 Stunden. Und die Leute fühlen sich belästigt, ganz einfach. Deswegen bitte ich Sie jetzt, den Bereich zu verlassen. Wenn Sie es nicht machen, dann rufe ich die Polizei. Warten wir gerade noch, bis er einpackt. Einpacken und gehen. Du Polizei. Wir sind vom Sicherheitsdienst. Das ist unsere Aufgabe. Wir betreuen da das Geschäft. Und die Anwohner haben sich halt beschwert und... Ach, sind Sie? Nein, wir sind nicht streng, nur... Ich glaube, wenn Sie 2 Stunden dieselbe Melodie hören und Sie wissen, die werden nachher von jemandem abgeholt und sie selbst kriegen das Geld nicht, dann ist es, strengen Sie mal gar nicht. Schaffen wir's? Okay.
Schulz nutzt die Situation gleich für eine Lektion in Sachen Psychologie. Sie sind mit normalen Worten, Freundesvorkommen kriegt man wesentlich mehr. Und das ist es. Wir haben unseren Auftraggeber zufriedengestellt, das ist die Hauptsache. Man muss beide Seiten verstehen. Einige Leute stört das nicht, andere Leute stört es. Und ich sag mal, wenn man 2 Stunden dasselbe Lied spielt, dann irgendwann kann es natürlich für die Anwohner oder auch für unsere Geschäftsmitglieder kann es einfach stören. Deswegen ist es ja so, wir haben ja hier ein ganz normales, vernünftiges Gespräch geführt. Die junge Dame hat es ja eingesehen, dass sie jetzt ein bisschen woanders Musik macht und dann ist das in Ordnung. Unser Auftrag ist hiermit erfüllt, Sinn und Zweck. Hier ist auch immer wichtig, dass man einfach die Menschlichkeit bewahrt. Weil viele Passanten, die dran vorbeilaufen, sehen es so nicht. Und eins muss man sagen, man kann ein bisschen neidisch sein, das Geld, was sie hier verdient, das bekommt sie steuerfrei. Jede Euro, den ich verdiene, den muss ich versteuern. Und sie geht abends vielleicht mit 100, mit 150 Euro nach Hause. Vielen Dank, tschüss, schönen Tag noch. So, somit unser Auftrag erfüllt. Wir gehen kurz rein, sagen Bescheid und dann haben wir es. So. Lied aus, Lied ist aus. Nein, dafür sind wir da. Okay. Alter, bis dann. Tschüss. So, Auftrag erledigt. Siehst du, wir haben einen Kunden zufriedengestellt. Sie hasst uns wahrscheinlich wie die Beulenpest, aber damit müssen wir durch. Wojtek und Nadine haben in der Menge einen Mann entdeckt, den sie der örtlichen Drogenszene zuordnen. Die klauen, um ihren Stoff zu bekommen und deswegen bleiben wir immer an so Personen dran. Die werden immer positiv, weil die können sich das ja sonst nicht leisten. Das ist wie so ein Zwang für sie. Man merkt auch, er läuft planlos durch die Gegend. Wieder ist Geduld gefragt. Detektive haben keine Sonderbefugnisse. Wie für jeden Bürger gilt für sie nur das Jedermanns Festnahmerecht. Zugriff nur auf frischer Tat. Guck mal, der geht da rein. Der lässt was schätzen. Geh mal rein. Komm, geh mal rein. Guck. Der Verdächtige ist in einem Juweliergeschäft verschwunden. Die Ermittler vermuten, dass er Hehlerware an den Mann bringen will. Und belauschen, als normale Kunden getarnt, das Gespräch. Der Juwelier bestätigt, was sich Wojtek bereits gedacht hat. Das war so ein Armband, ne? Das ist aber kein Problem. Okay. Alles klar. Wo ist denn der hin? Da vorne. Wo? Ah, da. Ja? Nadine? Ja. Ja. Fälschung. Ja. Anrufen? Ja. Stell mich mit Polizei durch, bitte. Ja. Was hat er gesagt? Das ist gefälscht, ja? Also ja, es ist ein Stempel drin, ist gefälscht. Ja, okay, dann. Aber das ist Fälschung. Ja. Guten Tag, Rabender, Detektivkooperative Rhein-Main. Ich bin auf der City-Streife und gerade ist mir unsere bekannte Drogensüchtige ins Auge gefallen und er hat gerade bei Ringmaster, bei Kaufhof, etwas schätzen lassen und der Verkäufer hat gesagt, das war eine Fälschung, also da ist ein Goldstempel drauf, aber das ist Metall. Und jetzt geht sie in Luisenforum rein. Ich vermute, dass er das irgendwie von ihm bekommen hat und versucht, das in Umlauf zu bringen. Wir sind hinten dran, ja. Die Polizei ist informiert. Die Detektive können nur zuschlagen, wenn sie den Verkauf des gefälschten Schmucks beobachten. Nadine Lindmeier ist allein vorgeprescht, um den Mann nicht zu verlieren. Er versucht halt, das Kettchen zu verkaufen, um an seinen Stoff wieder dran zu kommen. Und wenn das nicht klappt, dann muss er klauen, bestimmt.